So, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal, und zwar Match Day. Ihr habt richtig gehört, Match Day, ja, ja. Und das ist die Mannschaft da hinten. Wir spielen heute 4 gegen den Rest. Nein, aber wir sind auf jeden Fall schon da. Ja, hier werden wir drauf spielen. Ich werde auch auf jeden Fall ein paar Szenen einblenden. Was da passiert, da hinten ist die Kabine, da werden wir auch gleich reingehen, die Ansprache filmen. Leute, es wird geil, ich hoffe, wir gewinnen, weil wenn wir heute gewinnen, sind wir... Erster. Oh, Alter. Aber voll glücklich, wie ihr das gesagt habt. Erster. Ja, als wärt ihr so jede Woche Erster. Mein Erster. Ich war noch nie Erster. Ich bin das erste Mal Erster, also wenn wir heute gewinnen. Deswegen will ich das aufnehmen, meinen Kindern irgendwann mal zeigen, dass ihr Vater mal Erster war. Hä? Was? Hast du schon welche? Hm? Woher? Seit wann? Warum Kindern? Ich mach bald Statement auch. Matchday, Freunde! Alle schon geil, ich kann nicht. Ja? Schau, komm, wenn du ein Mann bist vor allen. Matchday, Freunde! Matchday, Freunde. Okay. Wir schlucken einfach zu viele Gegentreffer, blöde Gegentreffer. Ich denk, dass die Ansprache war gut am Donnerstag, ja, und das sollte jeden bewusst sein, was ich meine oder was wir halt wissen. Und in dem Sinne, ja, danke Adem, weil ich habe es zwar nochmal gewusst, aber... Gerne. Ja, es ist, wie es ist, ja. Mach ich immer gerne. Wir können heute mit einem Dreier etwas weiter nach vorne rutschen. Ich war noch nie Erster! Und das, was momentan bei uns drin ist, ist einfach die Unruhe. Die muss jetzt weg und die müssen wir in Wasser reintun in... Motivation. Ruhe. Ja, danke, Stein. Wann hört das Training auf? Wenn wer das sagt? Rutsch. Trainer. Ja? Danke. Wann hört das Spielen auf? Wenn der Schiedsrichter abfällt. Sehr gut, Luca. Chili. Klugscheiße. Vorher passiert gar nichts. Wir werden nicht gemault, ob die 87, 90, 110 Minuten, es ist mir scheißegal. Ihr habt euren Job da draußen zu machen. Das sind meine letzten Worte, wenn es angekommen ist. Gesammelt rausgehen, die Bälle mitnehmen, die Hütchen, Leibchen und wir treffen uns dann hinten. Auf die Bälle, komm, Männer, komm! Ey. Fokussiert hinterlaufen! Du hast eine 1 im Fußball, du bist ein Scherz. Das Beben hat zu Stromausfällen geführt. Scheiben gingen zu Bruch. Straßen sind aufgerissen. Das bin ich jedes Spiel? Und dann verlieren wir. Was ist mit dem los eigentlich? Was? Balancieren! So, ganze Mannschaft ist draußen. Alle wärmen sich auf. Was machst du jetzt? Was ist deine Mission? Ich muss mich tee. Warum machst du es nicht wieder in Ansprache? Es gibt normale Menschen Bürger und es gibt Statusbürger. Und ich bin Statusbürger, weil ich habe was erreicht von allem. Mhm. Ein bisschen was Kleines. Okay. Also überheblich schon Vorspiele. Nein! Wir spielen heute gegen Bauern und Bauern, ihr Fußballstil ist ganz einfach. Brechen wir dem mal sein Bein. Ich sag zu Ram, Bro, wir drehen heute einen ganz kurzen Vlog zusammen, so siehst du das. Komm mal pünktlich bitte, 13 Uhr. Also Bruder, Walla, endlich drehen wir wieder mal was zusammen. Ich bin da. Wir haben 14:30 Uhr. 1,5 Stunden. Ram geht nicht ran. Ram hat einen Haken auf WhatsApp. Ram freut sich, was? Wir haben sich für dieses Spiel vorbereitet. Ich hab's in der Kabine gehört. Jungs, wir wollen euch wehtun. Kurz sind nervös. Sehr nervös, Leute. Fokussiert. Brauchst du dich keine Sorgen, die machen das schon. Wir machen das Ding. Hey, ist deine Ex-Mannschaft. Ich will euch sehen, dass du rasierst. Hast du verstanden? Pass auf. Ich will kurz mal ein paar Denken. Ich werde heute 2 Tore schießen. Beim ersten mache ich so einen auf den, ne? Yeah. Zeig nicht, heute jubeln, Bank gehen und so. Du. Wechseln. Einmal das Wort piepen, bitte. Ja, yeah, mach mal. Den nicht weiter, komm ab. Kleine Ampel, Mann. Dann mach sowieso in die Seite. Torwart muss heiß gemacht werden. Da muss es richtig heiß sein, Leute. Ey, du musst uns heute Spiel retten, hast du mich verstanden? Ich rette immer Spiel von meinen Jungs. Verliebt. Ich habe vorhin die Ansprache von denen angehört, ja. So wie ich es raushören kann, hat sich jeder Spieler von denen, jeder Einzelne, ja, hat sich anscheinend ein Video von euch angeschaut. Wie ihr euch dreht, was für ein Fuß ihr spielt, ob ihr links, rechts stark seid, ja. Jungs, das interessiert mich aber alles ein Scheißdreck. Die können Bücher von uns schreiben, die können Videos schauen. Mir ist es wurscht. Ja, wir müssen jetzt anfangen, wieder unser Fußballspiel zu spielen, ja. Und der Fokus ist, als Mannschaft da rauszugehen, ja. Und da fängt schon an, dass wir hier im Raum als Mannschaft fundieren und zusammenhalten. Okay? Jungs.
Also alle hoch. Ihr wisst heute, was für einen Schritt wir machen können. Jungs, wir können den Schritt nach oben machen, indem wir heute als Mannschaft da draußen auftreten. Das ist das A und O. Und das kann ich und der Johnny oder der Johnny und ich. Ja, das müssen wir als Mannschaft machen. Alle verletzten Spieler sind da, weil wir ein Team sind. Alle, jeder Einzelne, kommt und schaut euch zu. Macht für eure Zuschauer, macht für die Trainer, macht für den Kevin, den seine Ex-Mannschaft. Wenn das nicht für uns macht, dann macht für die Zuschauer. Wenn euch die Zuschauer scheißegal, dann macht euer Freund. Ja, da rauszugehen, ja, und ihnen zeigen, was Fußball ist. 1-2 abspielen, 1-2 Abschlüsse. Wollen wir das heute machen? Zusammen? Ja! Das ist mir zu wenig, wollt ihr das? Ja! Ja! Wollt ihr das? Ja! Wollt ihr das? Ja! 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 Oh, wie kocht das da? Wow! Oh mein Gott, das ist Volltreffer bei Sky-Moderatorin Jessica Kastrop. Und Druck machen. Wir sind da, ich sag's dir, wir sind da. Ja, hat er gut gemacht, der Drecksack. Hat er gut gemacht. Ja! Wow! Hey! Oh, nein! Nein, er hat nicht gemacht. Komm, clever. Ja, los! Ja! Nein! Was? Der war drin. Nochmal. Schieß! Hey! Ja! So, Adu übernimmt die Verantwortung für die Mannschaft. Für 9 Meter. Der Torwart will dreckige Spielchen machen. Also mit Ansage. Bert, weiter so, Bert, weiter so. Ich hab ein Vertrauen in den Typen, deswegen. Adam! Komm, Adam, komm! Ja, das stimmt noch. Junge! Jawohl, Junge! Oh, Gott! Gut! Ja! Geil, Mann! Abseits! Wir haben ihn nervt, ja. Wechsel! Noch eins! Jetzt kommt die Scheißseite, Jungs. I'm a Nesky. Yeah! Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might take a risk. Don't get crushed cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we were starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy they own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me work and I'm making it flip. With a whippy, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Ein Spieler von uns ist schon mal verletzt. Ich hoffe, Adam passiert nichts. Schala passiert unseren Jungs nicht. Coach ist episch am Helfen, episch. Schön langsam, entspannt, mit Schuhen in Hand. Bereitet euch vorher, Sandro, aus der Hüfte kommen die Bälle. Aber flach am besten. Ja. Na, schießt aus dieser Position, Alter. Der Jabber schießt von hier, Alter, und ihr schießt von hier nicht. Wo wollt ihr hin, die Scheißbälle? Mix die Dinger rein, auch du, wenn du kommst. Puff. Ja, du Holzklotz. Unser Aufbau passt heute nicht. Überhaupt nicht, Jungs. Ich weiß zwar nicht warum, aber bindet doch die mehr mit ein. Die sind blind. Ich hab's zum Mert gesagt und der Mert, bam, Tor.
Bindet die Kevin, Kunde, bindet es bitte spiel ein. Fußball, genau. Nicht Ballett. Dart oder was du spielst. Kevin. Ja, auf rumzustehen. Spiel Fußball. Kevin. Ja, auf rumzustehen. Spiel Fußball. Männer, komm, hochfahren. Ja, komm, wir bitte uns. Wir haben noch 45 Minuten. Ist das Kevin, geil, Kevin, Männer, komm, hey, geil. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might take a risk. Don't get crushed cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. Trying to get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we were starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We were swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Kajakoda, gut Junge! Ja! Was ein epischer Moment für unseren Spieler Huda. I love you, bro. Sehr gut, du. Kevin! Ja, Kevin! Ja! Kevin! 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 Ja! Gut, Junge. Gut, Junge. Ja, ja. Danke euch, alles gut. War einfach jeden Sonntagsspiel so. Hier, Benito, komm mal her. Ich brauche einen Neutralen. Sei mal ehrlich, nichts Besonderes. Voilà. Hier, Neutraler. Ich geb dir den Zehner später. Oh Mann, Mann, das war noch nie so einfach, ey. Ich schwör's, auf dem Bolzplatz ist schwerer! Und das nennt man Provokation auf dem Feld, das ist Sunday League. Und Sunday League, ich lieb's. Spitzenreiter! Kurzes Statement. Zum heutigen Tage. Ja, was denke ich? Die Jungs sind überragend heute gewesen. Stimmung wie der Bombe, habt ihr dann gesehen. Ich hoffe, man kann es durchlesen. Ich habe keine Stimme mehr. Einfach nur geil. Ich habe denen viel beigebracht. Hier ist er, mein Trainer. Dankeschön. Ich bringe auch nicht nur Leuten, jüngeren Leuten was bei, sondern auch älteren. Deswegen ist er hier, wo er hier, wo da ist. Also. Leute, mein Herz kaputt, mein Kuppel. Free from Desire! Free from Desire! Das ist mein Coach hier. So sieht ein Spitzenreiter-Coach aus an die ganze Liga da draußen. So, aus welchem Land kommst du? Sag mal ganz kurz.
Dein Ernst jetzt? Ami. Ja, Brooklyn Land. Ja, das sind unsere Trainer. Wie war das Spiel, sehr ehrlich? War gut. An sich, das Spiel war gut. War gut. Kämpferische Leistung, war alles da. Wir waren auch auf einem Top-Niveau. Von daher, ich war auch Spitzenreiter sind wir. Ich war auch gut. Adem war immer gut. Das ist ja unglaublich. Manchmal, ich habe selber schockiert, so, was ich mache. Was sage ich immer? Belohn dich. Ich liebe den. Wir sind gerade bei BK, wir essen jetzt, wir lassen auch schön den Abend ausklingen. Das war's mit dem Video. Wenn euch so welche Videos gefallen, dann lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von so welchen Sachen sehen wollt. Dann haben wir es wieder weg, Digga. Leute, Street-Videos kommen bald. Ich habe jetzt eine neue Kamera bestellt, dauert bis die kommt und danach Straßenvideos. Weißt du überhaupt, wie die Videos noch gehen? Wir sehen uns, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ja, danke.